Herzlich willkommen, liebe Freunde in und aus Sontra. Mein Name ist Aaron Brück von Sontra Digital. Heute mit dem Alexander Dupont, Stadtmanager aus Sontra und mit einem ganz besonderen Grund, weil am Samstag wird sportlich, geht's rund, wird's aktiv. Ja? Ja, richtig. Also Wanderschuhe ausgepackt, kann man sagen. Okay. Unter dem Titel Sontra von 8 bis 8 findet ja ein Wanderevent statt. Mhm. Um 8 Uhr geht's los am Jugendraum in Mitterode. Und Hintergrund ist der, dass Sontra aktiv vereint. Das ist die Projektgruppe, die im Prinzip diese Wanderung entwickelt hat. Also es ist in Kooperation mit der Landesstiftung Miteinander in Hessen entstanden. Es geht im Prinzip bei dem Sontra aktiv darum, bürgerschaftliches Engagement zu aktivieren und zu bündeln. Und wie schon gesagt, ein Projekt ist unter anderem jetzt das Sontra von 8 bis 8. Super. Okay, cool. Und die Strecke, wo geht's los und durch welche Orte kommen wir? Losgehen tut es in Mitterode über Stadthosbach, Dornhosbach, Dimmerode, Heierode, okay. Hübenthal und zum Ende dann nach Berneburg. Okay. Da ist dann der Abschluss am Kalkofen. Mhm. Und Gesamtstrecke ist 17,5 Kilometer. Mhm. Es gibt auch spätere Einstiegsmöglichkeiten, also für alle, die nicht die lange Strecke gehen möchten, können das gerne dann um 10.30 Uhr, hier steht es auch nochmal, auch im Internet unter Sontra Digital, um 10.30 Uhr ab Thornhosbach oder gegen 13.30 Uhr in Dimmerode gemeinsam mit starten. Okay. Und was sind jetzt die Punkte, wo ich sage, Mensch, okay, hört sich spannend an, cooles Wanderevent, ja? Ja. Was an der Strecke kann ich sehen, was kann ich erleben? Was sind aus den 17,5 Kilometern, was wird mir da geboten? Also es gibt mehrere Aktionen an der Strecke, es gibt Sonderführungen in den einzelnen Orten, es gibt eine Vorführung der Stadtjugendfeuerwehr in Sontra. Okay. Es ist eine Besichtigung der Kirche und eine Ortsvorstellung in Stadt Hosbach geplant. Okay. Die Volkstanzgruppe Hosbachtal wird zu Gast sein. Die Besichtigung des Windparks in Dimmerode ist geplant. Wie gesagt, die Brandschutzübungen haben wir mit im Programm. Und natürlich, was nicht fehlen darf, eine ausgedehnte Brotzeit, also mit Verpflegung an der Strecke dann. Immer wichtig. Ja. Dabei wäre ich noch zu erwähnen, gibt es denn einen Shuttle-Service in der Richtung? Ist sowas eingeplant? Ja, richtig, genau. Also gibt's. Also abends, wenn wir dann in Berneburg sind, geht es dann wieder zurück zu dem jeweiligen Einstiegsort. Von daher ist die Möglichkeit gegeben. Perfekt. Okay, kurzum, spannendes Event. Anmeldungen sind möglich, möglich über Sontra Digital auch. Unter Sontra Digital, es gibt einen Menüpunkt, Sontra von 8 bis 8. Mhm. Und wer sich gerne anmelden möchte, ist herzlich willkommen. Prima. Packt die Wanderschuhe ein, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.